Liebe Hörer an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Erstverschlimmerung. Mein Name ist Markus Fahlefeld und ich werde in den kommenden Monaten alle zwei Wochen ein ganz einfaches Thema haben. Reden über Deutschland. Erstverschlimmerung ist ein Begriff aus der Homöopathie und bedeutet, dass die erste Einnahme der Medizin zu einer Verschlechterung führt. Ob die anfangs erhoffte Verbesserung, Linderung und schließlich Heilung mit der dann fortwährenden Einnahme der Medizin wirklich eintritt oder nur vor dem Hintergrund der Erstverschlimmerung gefühlt wird, das bleibt abzuwarten. Ich darf heute meinen ersten Gast begrüßen. Sie gehört zu den einflussreichsten, bedeutendsten und wortmächtigsten Schriftstellern in Deutschland. Und ich sage ganz bewusst Schriftsteller und nicht Schriftstellerinnen. Denn würde ich die weibliche Form benutzen, so wären eben nur die weiblichen Schriftsteller gemeint. Also nur die Hälfte aller Schriftsteller. Sie aber ist eine der bedeutendsten Schriftsteller dieses Landes, Monika Maron. Hallo Monika. Hallo Markus. Ich danke dir für dein Kommen, denn du sprichst nicht gerne öffentlich, sagtest du. Das liege unter anderem daran, dass in der DDR öffentliches Sprechen nicht nur nicht gefördert wurde, es war geradezu unerwünscht. Nach Westdeutschland dagegen wurde das öffentliche Reden nach dem Zweiten Weltkrieg von den Engländern importiert. Diesen Erfahrungsvorsprung nutzten die Westdeutschen, um das öffentliche Reden auch nach 1989 zu bestimmen und in ihrem Sinne einzuhegen. So werden die Debatten weiterhin von einem westdeutschen, linksliberalen Milieu geprägt, das eigentlich bereits 1989, als alle ihre Vorhersagen und politischen Weichenstellungen mit einem Knall zerbarsten, an sein historisches Ende gekommen sein müsste. Monika, macht das den heutigen Irrsinn etwas verständlicher? Naja, man gibt sich ja immer Mühe, das zu verstehen, was passiert. Und ganz oft verstehe ich es wirklich nicht und frage mich, was denken die sich dabei eigentlich? Aber um nochmal auf dieses öffentliche Reden zurückzukommen. Ich denke eben wirklich, wir waren nicht geübt im öffentlichen Auftreten und im Argumentieren und Gegenargumentieren und die eigene Meinung sachlich, aber auch polemisch zu vertreten und zu verteidigen. Und die, die das gleich nach 1990 eigentlich gut konnten, waren Pfarrer und Hochschullehrer, weil die waren das ja geübt, vor größeren Menschenmengen zu sprechen. Und also ich muss sagen, selbst für mich, mir fällt es heute schwer. Also wenn jemand von mir ein Statement haben will, dann ja, werde ich nervös und habe keine Lust. Also ja, weil ich verstocke. Ja, aber ich weiß, es ist einfach nicht mein Ding. Ja. Und du glaubst auch, dass das eine verallgemeinernde Erfahrung vieler Ostdeutscher sein könnte? Ja, das glaube ich, weil ja auch in Versammlungen oder Gewerkschaftsversammlungen und so, entweder wurde geschimpft oder gemurrt, aber es gab nicht die klare sachliche Auseinandersetzung, wo man einfach auch wusste, man wird seine Sache vertreten müssen und das macht man mit diesen und jenen Argumenten. Also es gab sicher Leute, die darin begabt waren, aber es gehörte ja nicht zur Alltagserfahrung. Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ich finde, das ist wie so ein, wie soll ich sagen, so ein Schlaglicht oder so eine Lupe mehr, wo man dann auch etwas an dem Missverständnis zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland erkennt. Und ich glaube, dieses Missverständnis oder dieses Ungleichgewicht durchzieht sich ja auch die letzten 15 Jahre mindestens. Also das Interessante ist, finde ich, doch trotzdem, dass die Merkel-Jahre, die ja eine ostdeutsche Kanzlerin war, also eine Ostdeutsche als Kanzlerin, das nochmal sehr verschärft hat. Weil wenn man es nie gelernt hat, öffentlich zu reden und das auch wirklich nicht erwünscht war, dann ist natürlich auch der Druck, öffentlich zu reden, sehr groß. Das heißt, es wirkt dann ungelenk, es wirkt vielleicht halsstarrig und etwas... Und auch grob. Genau, grob, also. Genau. Und ich glaube, das war ja auch die Reaktion dann. Ich hatte gesagt, die westdeutschen Medien haben ja mit... Dann haben wir die Diskursvollmacht und Hoheit und gerade als dann Pegida, aber auch schon als die AfD gegründet wurde, das war ja etwas früher, Pegida schließlich, auch die Querdenker, das wurde ja auch immer hineingeframed in dieses Ostdeutsche, die sind so aggressiv und das ist Hate Speech und so weiter. Also könnte dieses Bild des Groben daher rühren, dass das öffentliche Reden nie die Bedeutung hatte?
Naja, dazu kommt natürlich, dass der Osten ja insgesamt in seiner Lebenswelt viel proletarischer geprägt war. Also ein großer Teil des Bürgertums war ja abgewandert und spielt auch so keine gesellschaftliche Rolle, dass also auch Sitten, Gebräuche oder so abhandengekommen waren, glaube ich. Also ist mein Eindruck nachträglich oder war damals schon. Und dazu kommt dann in den nächsten 30 Jahren, die wir ja nun schon hinter uns haben gemeinsam, dass die Leute, die 1990 dann in die Ämter und die Hochschulen kamen, die kamen aus dem Westen, das war auch okay, dass wenn Richter entlassen wurden, man hatte ja keine in der DDR ausgebildeten Juristen, die sich da nun in diesem neuen staatlichen Reglement auskannten. Aber die haben natürlich alle ihre Leute nachgeholt, auch an den Hochschulen, statt dann in der nächsten Welle Ostdeutsche reinzuziehen, nicht? Also, und das ist auch die große Klage, die man überall hört und finde ich ganz berechtigt, dass also die oberen Positionen in den Ämtern oder in den Universitäten nach wie vor mit Westdeutschen besetzt sind und der eigene Nachwuchs keine entsprechende Chance hat. Ich sag mal, von Sicht der Obrigkeit aus ist das öffentliche Reden ja auch höchst gefährlich, weil du hast ja gerade schon die Universitätsprofessoren, vor allem die Pfarrer angesprochen. Das waren ja interessanterweise auch die Wende 1989, ich will nicht sagen durchgesetzt, aber zumindest mit initiiert und unterstützt haben. Ja, und auch zum Teil Sprecher der Bewegung waren, ja. Genau, sodass das Element des öffentlichen Redens für die Obrigkeit natürlich auch ein, wie soll ich sagen, Gefahrenpotenzial bietet. Aber ich glaube aber nicht mal, dass es das war. Die hatten ihre alten Schüler, die saßen dann irgendwo im Westen und die haben sie nachgezogen, ihre alten Doktoranden oder so. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja, ich glaube auch, dass das so aus Zufällen oder menschlichen Beziehungen werden dann trotzdem ganze historische Strömungen oder politisch-soziokulturelle Strömungen, sagen wir so. Das ist ein interessanter Punkt, ja, weil das ist irgendwie, finde ich, auch eine sehr große Fähigkeit von dir, so diese kleinen Sachen zu nehmen und daraus dann wie eine Lupe zu machen, indem man viel erkennen kann. Würdest du dich als Ostdeutsche verstehen oder bist du Deutsche? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also erstmal würde ich sagen, ich bin Deutsche. Mhm. Aber komischerweise eigentlich in den letzten Jahren wächst mir irgendwas Ostdeutsches wieder an, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es noch habe. Was, glaube ich, damit zu tun hat, dass irgendein Widerspruchsgeist, den habe ich grundsätzlich, aber da ist irgendwas erwacht, was ostdeutschen Ursprungs ist. Ja, das erklär mir mal, das finde ich sehr interessant, weil das ist ja genau die interessante Bruchlinie, die durch Deutschland geht, dass sozusagen östlich der Elbe wird geschimpft und westlich der Elbe wird verteidigt, das beste Deutschland aller Zeiten. Was ist daran sozusagen ostdeutsch? Naja, ich glaube wirklich, dass wir andere Antennen haben, also aus dem Osten und andere Erfahrungen. Und wenn man diese Erfahrung hat, reagiert man auf bestimmte Dinge eben anders als jemand, der sie nicht hat. Also bei dem Leuten keine Alarmglocken, die nun irgendwie zum Organismus gehören, ja? Nenn mal ein Beispiel bitte. Ja, das ging eigentlich für mich los 2015. Bei der Flüchtlingskrise. Bei der Flüchtlingskrise, aber vor allen Dingen beim Umgang mit der Flüchtlingskrise. Also, da sie passierte, war das eine, aber wie man darüber sprechen durfte, musste, sollte. Und dass plötzlich ein Druck entstand, das irgendwie gut und weltoffen und Willkommenskultur oder so zu finden, wo man sich aber an fünf Fingern ausrechnen konnte, welche Schwierigkeiten das mit sich bringen würde. Da weiß ich noch, das war ein Sommer, da saßen wir hier in Vorpommern und wir waren ein paar Ostdeutsche zusammen, also
Besucher auch. Und da habe ich gesagt, ich fühle mich zum ersten Mal irgendwie wieder ostdeutsch. Und da sagten die anderen, das ginge ihnen genauso. Und weil, wie gesagt, ich habe der DDR wirklich keine Tränen nachgeweint, nicht im geringsten. Ich war glücklich. Ich fand auch wunderbar, dass ich nicht mehr sagen muss, ich bin DDR-Bürgerin, sondern dass ich sagen konnte, ich bin Deutsche. Das war ja viel einfacher und schöner. Und dann plötzlich umklammert einen so ein Gefühl und man dachte, das kennt man. Mhm. Und das hat mich seitdem eigentlich nicht mehr verlassen. Im Gegenteil, das hat eher zugenommen. Ja, das ist interessant. Ich erinnere auch noch ganz genau, 2015, das war ja das erste Septemberwochenende, oder? Glaube ich, ja, es war das erste Septemberwochenende. Es war noch warm und ich hatte mich in Köln, weil eben sehr viele Menschen nach Deutschland strömten, das war noch bevor die Grenzen offen waren im klassischen Sinne, hatte ich mich mit einer Kölner Initiative ins Benehmen gesetzt und wollte durchaus helfen, weil ich dachte, da braucht es praktisches Wissen, Behördengänge und so weiter, also da würde ich gerne helfen. Und dann sitzen meine Frau und ich an dem Samstagabend vom Fernseher und die Entscheidung, kann auch sein, dass es ein Sonntagabend war, die Entscheidung, dass die Grenzen nicht mehr geschlossen werden, war gefallen. Und dann sagte ich zu meiner Frau, nur das wird die Bundesrepublik, wird Deutschland viel mehr verändern, als wir das bisher nur abschätzen können. Seitdem hat sich ein Geist, der vorher immer in der Flasche war, ich würde ihn mal den Antifa-Geist nennen, No Borders, No Nations, ja, hat sich sozusagen zum staatstragenden Geist hochgeschwungen. Und das fand ich in seiner Schnelligkeit ungeheuerlich, in seiner medialen Präsenz auf einmal ungeheuerlich. Aber, und das sage ich jetzt sozusagen nicht als Widerspruch, sondern in der anderen Wahrnehmung, ich habe nur geahnt, dass ein Bruch, eine Veränderung, die eklatant ist, meines Erachtens auch undemokratisch war, vonstatten ging. Aber ich habe mich nicht als jetzt Westdeutscher gefühlt. Weißt du, was ich meine? Also dass ich, ja, mein Deutschlandgefühl hat zwar einen Hau bekommen, weil ich wirklich dachte, ich muss weg. Dieses Land ist verrückt geworden. Wie so ein, es gibt diese Bilder von diesen rinderwahnsinnigen Kühen, die dann da einfach im Stall sind und zur Seite wegfallen und die Zunge hängt raus. So kam mir Deutschland also als Bild in diesen Tagen vor. Ich wusste, es ist eine Veränderung, aber ich wusste, also ich hatte keinen, ich hatte einen Hau bekommen, aber ich hatte kein altes Gefühl wieder. So. Naja, aber weißt du, zu dieser Zeit haben Nedja Kelek und ich ja schon 5 Jahre so ein, ja, etwas gehabt, wozu Nedja immer Salon sagte. Ich Türkentreff. Islamischer, ja, Lesekreis, sag ich jetzt von außen. Naja, und der, nein, der offizielle Name war Suppe und Gespräch. Also da waren immer so 50 Leute und ein Referent und das waren Deutsche und welche aus muslimischen Ländern, also aus islamischen Ländern, also Türken und Iran und so. Und wir haben uns also regelmäßig irgendwie getroffen und haben wirklich viel gelernt über den Islam. Aber das waren natürlich Leute, die hier aufgeklärt lebten und keine Islamisten oder so. Und die waren mindestens so entsetzt, weil die wussten ja, was da kommt. Hm. Also insofern waren wir eine seltsame Allianz in dieser Geschichte. Und 2015 im Oktober endete dann auch dieser Kreis. Der letzte Referent war Herr Fried Münkler. Mhm. Und der nur gesagt hat, aus denen machen wir Deutsche. Und dann entstand ein kleiner Streit, also eigentlich ein heftiger. Und danach hatte ich dann keine Lust mehr und dann haben wir das Unternehmen aufgegeben, nach 6 Jahren insgesamt. Weil ich habe irgendwann mal zu Nedja gesagt, das ist doch komisch, wir kennen die uns alle nicht untereinander. Wir haben zum Teil die gleichen Berufe, wir weiß nicht, haben auch gleiche Themen, aber warum treffen wir uns eigentlich nie? Warum sind wir nie irgendwo zusammen eingeladen oder sowas? Und das war der Ursprung, warum. Das ging eigentlich erstmal auch davon aus, dass wir was lernen wollten. Und das war wirklich sehr interessant. Waren interessante Zusammenkünfte und sind auch Freundschaften entstanden. Also da waren
Ahmad Mansur gehörte dazu und Schirmbeck und Kirsten Heisig, die sich dann umgebracht hat. Also alle, die damals noch gar nicht so berühmt waren, waren da irgendwie bei uns versammelt. Und das war eigentlich eine wichtige Erfahrung auch für alle. Darf ich fragen, also du sagtest, der Herr Münkler habe gesagt, wir machen aus Ihnen Deutsche. Ja. Und dann entbrannte da ein Streit. Was war die Bruchlinie des Streits? Es gab ein paar, die das Ganze sehr viel optimistischer gesehen haben, einschließlich Münkler natürlich. Und andere, die das eben eher skeptisch gesehen haben oder sogar entsetzt waren. Und also der Streit war nicht so, dass daran alles zerbrochen wäre, sondern es war dieser eine Abend und er betraf mich persönlich noch, weil es meine Freunde waren, die da irgendwie sehr anderer Meinung waren. Und ich fand dann auch, nach 6 Jahren war gut. Also Die Nitschla Kelek, sie ist ja bekannt, sie ist ja Autorin und Sprecherin auch vieler Vereinigungen. Die Nitschla Kelek hatte, weil ich denke gerade, die machen wir zu Deutschen. Das ist natürlich ein hübscher Satz. Hat ja schon seit 40 Jahren mit den Gastarbeitern aus der Türkei nicht wirklich gut geklappt. Ob man es überhaupt machen sollte, weiß ich auch gar nicht. Also allein das Statement ist schon interessant. Aber Nitschla Kelek hatte, glaube ich, 2011, also zu eurer Zeit, als ihr euch gegründet hattet oder eure Treffen anfingen, einen Artikel in der Welt, wo sie ausführte, dass die Gastarbeiter aus der Türkei wegen der Kuba-Krise nach Deutschland gekommen waren. Und ich hatte das noch nie vorher gelesen und fand die Ausführungen sehr interessant, weil die Amerikaner und die Russen hatten sich ja wegen der Atomraketen auf Kuba, waren sie ja kurz vorm Krieg. Und dann hatten die Amerikaner gesagt, gut, also dann gibt es jetzt hier Tabula Rasa. Dann sagten die Russen, komm, dann lass uns verhandeln. Ihr müsst aber dafür die Atomraketen, die ihr in der Türkei stationiert habt, abziehen. Das ist interessant, weil das ist ein Zusatzprotokoll zur Kuba-Krise, das sehr wenig bekannt ist. Also die Amerikaner hatten 2 Jahre vorher in Süditalien und in der Türkei Atomraketen installiert und die hätten durchaus auch Russland oder die Sowjetunion damals noch treffen können. Also sollten die Amerikaner in der Türkei die Atomraketen abbauen. Das wiederum hätte für die Türkei eine große Konsequenzen gehabt, auch wirtschaftlich, weil natürlich Militär und da fließt natürlich viel Geld in solche Länder. Und deswegen haben dann die Amerikaner, die Deutschen, gebeten, ist höflich gesagt, gezwungen ist vielleicht zu viel, aber deutlich gemacht, dass die Deutschen jetzt der Türkei wirtschaftlich helfen müssen und deswegen die Gastarbeiter nach Deutschland kommen sollen. Das war damals schon gar nicht mehr sinnvoll. Das hat auch also wirtschaftlich war das für Deutschland nicht sinnvoll. Das hat auch der Präsident des damaligen Arbeitsamtes dargestellt. Das war keine Notwendigkeit mehr, aber es war politisch halt gewollt. Und zwar interessanterweise gar nicht von Deutschland. Also das Gesetz zum Arbeitsaustausch war schon ein halbes Jahr vorher abgesegnet worden. Also es gab es, aber es wurde nicht umgesetzt. Und die Amerikaner haben dann darauf gedrängt, dass es umgesetzt wurde und dann kamen sehr viele türkische Gastarbeiter nach Deutschland. Also wie Weltpolitik sozusagen dann auch innenpolitisch ungeheure Konsequenzen hat. Man kann ja mal denken an Kriege oder so, aber allein eine solche Entscheidung hat ja für Deutschland eine sehr große Konsequenz gehabt. Ja, wobei man auch sagen muss, dass die damals kamen, die kamen ja noch aus einer republikanischen Türkei, nicht wie heute. Du meinst jetzt noch nicht keine islamistische Türkei oder islamisch geprägt? Ja, auch gar nicht so religiös. Also damals gab es ja die Kopftücher noch nicht so, also jedenfalls nicht. Das war ja auch in Berlin längst nicht so sichtbar, wie es inzwischen ist. Ich glaube, dass die erste Gastarbeitergeneration sich ja auch anders eingelebt hat, also an ihren Arbeitsplätzen mit ihren Kollegen. Jetzt ist jedenfalls das, was man immer hört. Und das eigentlich diese extreme Islamisierung in bestimmten Gruppen erst später eingesetzt hat.
Wobei das natürlich auch eine globale Entwicklung war. Ich meine, also durch 1979 durch den Iran und die iranische Revolution sehr angefeuert. Bis dahin war ja die Türkei auch säkular und deutlich säkular ausgerichtet. Und das war wie so, ich weiß es nicht, das war wie so eine, glaube ich, auch eine Antwort auf 1989, 90 dann, dass eben der Westen sagte, das Ende der Geschichte. Und dann sagten eben die Moslems, also Ende der Geschichte, das kennen wir so nicht. Und dann wollen wir mal weiter Geschichte machen. Das weißt du, wir reden ja inzwischen von der dritten und vierten Generation. Also ich kann dann immer nur sagen, wenn die mal sagen, ja, die Zeit und wir müssen abwarten. Ich bin die dritte Generation einer polnischen Einwandererfamilie, ja. Also meine Großeltern sind 1905 eingewandert. Meine Mutter, also es waren vier Kinder, die waren dann schon deutsche Kinder mit polnischen Eltern. Also meine Mutter sprach dann irgendwie kein Wort Polnisch mehr, sondern nur noch Deutsch, nachdem sie auf der Straße spielte. Und alle vier Kinder sprachen perfekt Deutsch und haben deutsche Leben geführt oder sich eingegliedert. Also abgesehen davon, dass sie einen jüdischen Hintergrund hatten und damit rausgeworfen wurden aus ihrem normalen Leben. Aber wenn man überlegt, was dritte, vierte Generation ist und welche Probleme wir damit haben, und nicht nur wir, sondern eigentlich alle Länder, naja, gut, das hätte man ja vielleicht auch wissen können. Und man hätte mit diesem Wissen zumindest nicht 2015 anders reagieren müssen, ja? Natürlich, ja. Ja, das ist was ganz Merkwürdiges. Ich glaube, hattest du das nicht gesagt in einem Interview? Man wird zur Offenheit erzogen, aber nicht zum offenen Diskurs. Und offen muss man nur für ganz bestimmte Sachen sein, nämlich eben für Buntheit und Islam und was weiß ich. Nein, ich habe was anderes. Du meinst vielleicht das, was ich bei der Pegida-Geschichte geschrieben habe. Ja, das glaube ich. Da habe ich gesagt, wir fordern die offene Gesellschaft, aber lassen das offene Gespräch nicht zu. Genau, sehr gut, ja, genau. Ja, stimmt. Hat was viel schöner gesagt als ich, du hast völlig recht. Ja, ja. Dann, deine Geschichte, nun weißt du, dass ich Pavels Briefe gerade lese und eine Geschichte, die du gerade angedeutet hast, die will ich mal fortschreiben. Es gibt ja dieses Buch von dir, Pavels Briefe, ich habe es schon genannt, das deutlich biografische Züge trägt. Das Buch erschien 1999. Und beschreibt die Lebensgeschichte deiner Großeltern, die eben, das hast du gerade schon erwähnt, Polen waren, in Berlin lebten. Aber dein Großvater, was heißt aber, und dein Großvater war konvertierter Jude. Ich glaube, er war Baptist. Ja, der wurde Baptist. Genau. Und dann wurde er von den Nazis nach Polen deportiert. An die Grenze. Die Polen haben die nicht aufgenommen. Haben die Polen sie nicht reingelassen, genau. Aber er ist schließlich in einem KZ ermordet worden. Nein, ein Vernichtungslager. Ja. In einem Vernichtungslager. Und deine Großmutter starb kurze Zeit vorher, aber nicht in einem Vernichtungslager, sondern in einer schweren Krankheit. Naja, die war ja eine konvertierte Katholikin, also die war auch Baptistin geworden, genau. Aber kam aus einem sehr streng katholischen Elternhaus. Und die starb aber auch in Polen. Ja, also die ist dann in dem Dorf, aus dem sie stammte. Was ich an dem Buch, ich sage das jetzt mal unabhängig von unserem Gespräch jetzt, so besonders finde und auch ja, sehr berührend, ist eben, dass diese Monstrositäten der Geschichte, wir haben sie gerade schon so ein bisschen aufscheinen lassen, in einer sehr ruhigen, fast stillen Sprache gezeichnet werden. Und das macht das Buch sehr, wie soll ich sagen, also es zeigt das Unfassbare sozusagen, was dieses Buch eben auch beinhaltet oder aufzeigt. Ich möchte aber, weil das fand ich ganz schön, auf die Eingangssequenz von Pavels Briefe zu sprechen kommen. Die ist eben auch für unser heutiges Gespräch insofern von Bedeutung, als dass du in ihr schilderst, dass du dich erst mit den Briefen deiner Großeltern beschäftigt hattest, als ein holländisches Fernsehteam dich interviewen wollte. Ja, da hat meine Mutter sie wiedergefunden. Genau, und du hast sozusagen in der Geschichte, weil du wusstest nicht, was du antworten solltest, und so war dir dieser Packen Briefe, aus denen du heraus ja auch dann dieses Buch geschrieben hast und die Lebensgeschichte nachzeichnest, wieder in die Hände gefallen. Und das Lustige oder Interessante, auf jeden Fall Ironische, fand ich die Frage, die das Fernsehteam aus Holland umtrieb, lautete: Wann werden die Deutschen endlich normal? Ja.
Und mit dieser Frage waren sie zu dir gekommen und wollten eine Antwort. Das war die Frage des Films. Die haben ja nicht nur uns interviewt, sondern das wollten sie überhaupt rausfinden in ihrem Film über Deutschland. Ja. Wann werden die Deutschen endlich normal? Ja. Was hast du ihnen geantwortet? Das weiß ich nicht mehr. Darauf sollte ich ihnen ja so auch nicht antworten. Das war ja das, was sie rausfinden wollten. Insgesamt, indem sie Deutsche interviewten. Also wenn ich die Frage heute beantworten sollte, dann würde ich denken, die Deutschen werden nie normal. Jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Okay, das heißt ja, der Hintergrund ist, die Deutschen sind unnormal. Also das müssen ja die Holländer auch vorausgesetzt haben. Irgendwas stimmt mit den Deutschen nicht. Naja, es ging um den deutschen Schuldkomplex, der sie ja eigentlich hindert, sich normal zu verhalten. Bis dahin, dass man, also nehmen wir die Ukraine, dass man sagt, gut, wenn jemand überfallen wird, muss man ihm helfen. Und dann gibt es eben die Stimmen, die sagen, ja, man muss ihm helfen, aber nicht wir mit Waffen, weil wir sind die Deutschen, wir sind schuldig, wir dürfen nicht mehr mit Waffen in irgendwas eingreifen. Und zumindest, ob das dann der wahre Grund ist, ist ja noch eine andere Frage. Aber zumindest gibt es für jede schwierige Situation immer diesen Ausweg. Zu sagen, die historische Schuld sozusagen gebietet es uns. Unsere historische Schuld verpflichtet uns zu dem oder jenem. Wobei, ich denke das jetzt von der anderen Seite. Wenn man sagt, ja, wir haben eine so große historische Schuld, wir müssen der Ukraine jetzt ganz viele Waffen liefern, dann würden die andere Seite kommen und sagen, ihr seid Nazis, ihr habt daraus nichts gelernt. Ich glaube, das ist wie so eine Falle. Also so erlebe ich das. Das ist eine Falle. Man, egal was man macht es falsch als Deutscher. Weil dieses Aufblasen, sage ich jetzt mal, aus der Geschichte gelernt haben zu müssen, das ist ja ein sehr intimer Prozess, aus der Geschichte zu lernen. Und bei uns ist er halt Staatsräson geworden und ist damit politisch instrumentalisierbar. Ja, vor allen Dingen tun wir ja immer so, als hätten wir was aus der Geschichte gelernt, was alle anderen aus der Geschichte nicht gelernt haben, weil sie nicht so schuldig geworden sind wie wir. Das ist ja im Grunde pervers. Natürlich, klar. Also was nennt man das nicht? Der Sündenstolz hatte doch ein Historiker am jüdischen Mahnmal in Berlin so gesagt, die Welt... Der Sündenstolz. Die Welt wird uns um dieses Mahnmal beneiden. Ein solcher Satz ist wirklich monströs. Also weil er eben sozusagen, wir sind bessere geworden und ihr seid so schlecht. Genau, und darum beneidet uns die Welt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne niemanden, der uns darum beneidet. Und ich bin wirklich in der Welt auch etwas rumgekommen. Beneidet hat uns darum niemand. Und es ist, wie gesagt, dieses Intime, was aus der Geschichte lernen, bedeutet halt, in dem Moment, wo es in das Rampenlicht der Politik gestellt wird, hat es natürlich auch gar keine Chance mehr. Aber für die Holländer war klar, die Deutschen haben sozusagen einen Sünden- oder Schuldkomplex. Kann man das so sagen? Ja, zumindest benehmen sie sich nicht normal. Ja. Was würde dir noch einfallen jetzt bei der Ukraine? Da war ich auch sehr irritiert. Also ich glaube, der Soziologe Welzer, der sagte, ja, die Deutschen würden halt keine Kriege mehr wollen, weil sie so viel Kriegserfahrung hätten. Ja, das erzählt er im Ukrainer. Genau. Ich glaube, der Botschafter saß in der Talkshow. Ja. Das ist natürlich eine Instrumentalisierung. Das wäre so, als würde man sagen, naja, die Deutschen, müssen wir den Juden sagen, wie es geht, weil die Deutschen haben so viel Holocaust-Erfahrung. Das ist so eine Übersprungshandlung im deutschen Denken, also in einem sehr weit verbreiteten deutschen Denken, das mich immer wieder irritiert. Ich glaube, wir sollten uns mal darauf einigen, 10 Jahre, von mir aus 3 Jahre, gar nicht aus der deutschen Geschichte gelernt haben zu wollen und gar nicht die deutsche Geschichte anzuführen und nicht jeden auch, jetzt kommt es, gleich mit Hitler zu vergleichen oder in jedem einen Faschisten zu wittern oder irgendwas. Das würde unserer Debatte sehr viel besser tun. Naja, weißt du, dazu kommt ja, wenn wir immer sagen, wir sind ein Einwanderungsland, wir sind jetzt ein Einwanderungsland. Und dann kommen Türken und Syrer und weiß ich, und denen bringen wir dann die deutsche Schuld bei. Wer will denn so eine Geschichte geerbt haben, die er nicht haben muss?
an der, also eine Schuld, an der er eigentlich nicht beteiligt ist, aber nun sofort beteiligt werden muss. Ja, und das könnte natürlich der Abwehrreflex sein, dass man eigentlich weiß, man steckt in dieser Falle drin, also als Deutscher. Und deswegen holt man sich ganz viele Nicht-Deutsche, die dafür auch nie ein Verständnis haben werden. Und damit löst man das dann auf. Also dieser Selbstauflösungs... Nein, aber ich meine, wer, der zugewandert ist oder der hier aufgewachsen ist als Türke, will denn zu so einem Volk gehören, das sich pausenlos selbst als das Schlimmste bezeichnet, was die Welt gesehen hat? Also bei allem, was wirklich passiert ist und was man wissen muss und wofür man für die Zukunft Verantwortung trägt. Aber die Leute, die jetzt leben, haben keine Verantwortung für die Vergangenheit und keine Schuld an der Vergangenheit. Aber das ist ja kein verlockendes Angebot für die türkischen Jungs. Nein, das ist es nicht. Ja. Aber wie würdest du, die Frage stellt sich mir gerade, es sind ja auch viele Russen oder Polen, jetzt Ukrainer nach Deutschland eingewandert. Werden die das übernehmen oder können die damit, gehen die damit anders um, weil sie aus dem europäischen Kulturkreis kommen? Na, können sie doch nicht. Sie können ja als die Opfer deutscher Kriege sich nicht zur deutschen Schuld bekennen. Wie sollten sie? Aber das zur deutschen Schuld bekennen, jetzt muss ich mal ganz, ganz dumm fragen, wer bekennt sich denn zur deutschen Schuld? Nein, es ist ja nur der Bekenntnis. Ja, das sind die Sonntagsreden am 8. Mai und... Ja, und ich finde, dass es eigentlich furchtbar ist, wenn man junge, heranwachsende Menschen, die damit nichts zu tun hatten, deren Schuld, sie sind nicht schuld an ihren Vorfahren, ja, dass man denen das auf die Schultern packt als Last fürs Leben. Weil das, was passiert ist, ist schrecklich und man muss wissen, dass sowas passieren kann. Also das muss man als Mensch wissen, was der Mensch tun kann. Und dafür hat man eine Verantwortung, dass solche Dinge nicht passieren. Aber man hat, glaube ich, die Verantwortung auch, wenn man kein Deutscher ist. Weil es sind überall schreckliche Dinge passiert. Ja, ich gebe dir absolut recht. Mir fällt dann immer ein, oder was heißt einfallen, dann denke ich immer daran, was mein Vater mir erzählte. Jahrgang 28, Flakhelfer-Generation. Und mein Vater war, er wurde sich, glaube ich, als überzeugten Nazi beschreiben. Er ist inzwischen tot. Aber er sagte immer, dass er war natürlich noch jung, aber er war so begeistert von dem Gemeinschaftsgefühl, von den Lagerfeuern, von den Wanderungen, von den Liedern. Und er wollte auch wirklich für den Führer sterben. Also er hätte es gemacht. Und was ihn am 1945 so schockierte, und das ist vielleicht auch ein Teil der Falle, in der wir Deutschen drinstecken, war, als dann alles zusammengebrochen war. Er hat den 8. Mai, sagt er, deutlich als Niederlage erlebt. Ich glaube, so ging es den meisten Deutschen. Und er war von sich schockiert. Und das blieb auch ein Lebensthema von ihm. Warum war ich so begeistert davon? Warum glaubte ich wirklich, und das ist der entscheidende Punkt, dass wir Deutschen die Welt retten können, dass unsere Moral die bessere sei? Und diese Frage, die ihn immer beschäftigte, hat ihn bereits in Mitte, Ende der 60er Jahre in absoluter Opposition zu den 68ern gebracht. Wobei ich jetzt 68er jetzt mal pauschalisiere. Aber da begann dann wieder nach dem Zweiten Weltkrieg mit der nächsten Generation diese unendliche Moralisierung der Debatten. Was ja, er war Journalist bei der ARD. Also er war damals in China. Und alle mussten Mao toll finden. Und er berichtete aus China, also sein Funkhaus war dann in Hongkong, und er berichtete aus China und schilderte, wie viele Millionen Menschen in China umgebracht werden, wie viele verhungern, und wurde dann abgezogen, weil das wollte keiner hören. Und diese Idealisierung, die dann eben immer eine Idealisierung auch der eigenen Moral darstellt, die ist vielleicht eine deutsche Krankheit. Und das ist eine Falle, weil irgendwann haben wir damit angefangen. Wir haben 1945 damit eben auch nicht aufgehört. Mit der Aufarbeitung der Verbrechen hat sich wieder eingeschlichen, dass die Aufarbeiter sich dann eben wiederum moralisch erhöhen konnten. Und irgendwas hat uns da gebissen. Ich meine, die moralische Überhöhung ist ja etwas, was wir nun im Augenblick
ganz extrem erleben. Ja, ja. Oder? Also das ist, wie gesagt, das ist eine Falle, in der man immer nur weiter runtersteigen kann, sage ich mal so. Ich weiß gar nicht, wie man aus der rauskommt, weil ich erlebe das jetzt auch im Ukraine-Krieg. Ich würde gerne den Ukraine-Krieg, ich will nicht sagen aus realpolitischer Sicht, weil ich will jetzt auch nicht Henry Kissinger anführen, aber die einen verlangen von der Moral, dass sofort sozusagen in den Krieg gezogen wird, und die anderen verlangen von der gleichen Moral, dass man ja keine Waffen liefert. Also wie sieht denn eine Diskussion und wie sieht ein Diskursergebnis oder Zwischenstand aus, der auf unsere Erfahrungen aus der Geschichte und der Moral mal verzichten würde? Naja, fängt das nicht damit an, dass man akzeptiert, dass das in erster Linie erstmal eine Sache der Ukraine ist? Genau, ja, genau. Und dann sich den Krieg nicht auf die Art zu eigen macht, als wäre es der eigene Krieg, als müsste man selber dafür gerade stehen oder hätte das Recht zu entscheiden, was dort passiert. Genau, das, also wir Deutschen haben nicht das Recht, den Ukrainern irgendetwas zu empfehlen. Das ist. Und wenn die entscheiden, sie wollen kämpfen, dann kann man sie darin nur unterstützen. Man muss daraus, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, auch kein Geschiss machen. Man liefert dann Waffen, man liefert, was man kann. Sie fragen einen, man antwortet, natürlich haben wir. Was im Augenblick die deutsche Politik macht, ist zu sagen, ja, ja, wir helfen euch, aber nichts passiert. Das ist natürlich eine Art der Politik, die so, um es ganz hart zu sagen, unmoralisch ist, dass man, und das wiederum ist Teil dieser Falle, man wird mit seiner eigenen hohen Moral immer noch schuldiger, sagen wir es so. Naja, das ist aber in dem Fall die Moral der SPD, oder? Ja, ist es nur die SPD? Die FDP spielt ja jetzt auch keine richtig saubere Rolle. Die Grünen sind, und das ist immer das, was mich dann auch gleichzeitig wieder sozusagen zusammenzucken lässt, die Grünen als die per se moralische Kapitalpartei. Also das moralische Kapital liegt immer auf Seiten der Grünen. Das sind die, die Waffen fordern, aber gleichzeitig Teil der Regierung sind und seit 100 Tagen passiert nichts. Also ob das wirklich so ernst gemeint ist, weiß ich auch nicht. Nee, für die Grünen ist es zumindest auch die Chance, ihre ganze grüne Agenda durchzuziehen. Genau, also, ganz genau. Weil das ist ja Teil dieser Moral, dass sozusagen in der Bugwelle der großen Moral kommen dann Geschwindigkeitsbegrenzung, kommt die Stromabschaltung. Kommt Stromabschaltung, ja. Genau. Also das meine ich ja. Das ist etwas, Deutschland, ich glaube wirklich, dass das mit Helmut Kohls Ende angefangen hat. Also angefangen im Sinne von, dass es in die Politik eingezogen ist. Dass es das als Tendenz in Deutschland immer schon gab. Das durchzieht irgendwie auch alle öffentlichen Debatten und auch nicht erst seit 1945 und auch nicht erst seit 1918, sondern das ist aber auch schon, also schon Nietzsche hat darunter laut gelitten. Wir können immer nur moralisch argumentieren und gerade die letzten Jahre unter erst Schröder, dann Merkel, und Schröder meine ich jetzt Rot-Grün und dann Merkel, war natürlich eine moralische Aufgeblasenheit, und wir kommen da im Augenblick nicht raus, weil Deutschland hat nie Realpolitik betrieben, Deutschland hat nie Interessenspolitik betrieben, Deutschland war nie, ich sage jetzt mal, auch ein bisschen hartherzig in seinen Entscheidungen, sondern wollte immer die Welt retten. Und das führt dazu, dass... Naja gut, aber das kann man nun von Hitler nicht sagen, dass er die Welt retten wollte, oder? Also mein Vater stellt es so dar, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, mein Vater stellt es so dar, dass er wirklich der Überzeugung war, wenn die Deutschen die Welt anführen, dann sozusagen wird sie den Bolschewismus besiegen und damit besser sein. Sie wird den Stalinismus besiegen. Sie wird natürlich auch das Judentum, das internationale Finanzjudentum besiegen. Also es war... Ohne dass er ein überzeugter Antisemit war, weil dazu war er auch zu jung, aber es war ganz klar, wir Deutschen müssen die Welt anführen. Und ich glaube, dieses Denken ist viel verbreiteter, auch heute, als wir das denken. Ja, glaubst du das wirklich? Also ich meine, jetzt rückblickend heute, denke ich, ja, ist es so geworden. Aber warum hieß der deutsche Michel eigentlich der deutsche Michel, der verschlafene Typ mit der Zipfelmütze? Ja, du meinst den Spitzwegdeutschen. Und spießig und eher inaktiv. Jetzt kommt natürlich etwas, das kann man ja auch gar nicht laut diskutieren, ohne dann gleich sozusagen grundgesetzfeindlich zu werden. Aber dieser Spitzwegdeutsche war eben auch der Deutsche vor der Reichsgründung 1871. Ja. Und manchmal denke ich, ob es der Endgedanke ist, weiß ich nicht, also von mir selbst, aber manchmal denke ich,
ob dieses Monstrum in der Mitte Europas vereint wirklich die Möglichkeit bietet, wie soll ich sagen, friedenswahrend und ausgleichend etc. zu wirken, also was eine Mittelmacht in der Mitte Europas machen müsste, ob nicht, und das ist natürlich der spießige Spitzwegdeutsche mit der Schlafmütze, das war noch als das Deutschland aus wie viel 28 Fürstentümern bestand. Ein Freund von mir, der aber schon gestorben ist, hat immer gesagt, der Geburtsfehler der Deutschen oder der deutschen Nation ist der 30-jährige Krieg. Wo sie erlebt haben, wie alles kreuz und quer durchs Land marodierte und weggegessen, was da war, und Tote schlagen, was in den Weg kam. Also weil die Deutschen sind ja kein mutiges Volk, das kann man ja nicht sagen, also so als Nation, sondern eher zaghaft bis feige und murrend, aber nicht aufbegehrend wirklich. Mhm. Also nicht stolz in diesem Sinne, wie die Polen vielleicht oder so. Und das ist ja auch etwas, was einen manchmal ein bisschen verzweifeln lässt, wo man denkt, warum lassen die das alles zu? Die müssen ja nicht gleich eine Revolution machen, aber heftig und deutlich sagen, es reicht. Und irgendwie kann man sich das gar nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Außer es schlägt dann wieder über die Stränge irgendwie. Aber nicht in einem nationalen Selbstbewusstsein. Ja, ja, das ist ja auch eine meiner Thesen, dass auch wir haben immer Angst vor dem Nationalismus oder vor überschäumendem Patriotismus oder so. Ein gesundes nationales Selbstbewusstsein hat ja mit den Jahren zwischen 33 und 45 überhaupt nichts zu tun. Nein, diese gar nicht. Überspitzung, eigentlich Pervertierung, ist ja schon ein Signum der Unsicherheit und Verlorenheit. Aber ich meine, das werden die Holländer gemeint haben, ja? Wann können sie sich so zu ihrem Land bekennen wie Engländer und Polen und Franzosen? Also wann werden sie normal im Sinne anderer Völker? Aber zurück zur Frage, wann werden die Deutschen endlich normal? Ich glaube, diese Frage werden wir noch oft bewegen. Die Sache ist, das ist ja auch ein interessantes Phänomen bei Deutschen. Ich hatte dich deswegen auch am Anfang gefragt, bist du Deutsch oder Ostdeutsch? Und du sagst, das Ostdeutsche kommt wieder. Ich müsste dich dann eigentlich noch weiter fragen. Ja. Ja, aber ich muss ja noch was sagen. Also als ich Kind war, oder also schon ein größeres Kind, ich hatte ja bis 12 die polnische Staatsbürgerschaft. Das fand ich immer gut, dass ich irgendwie nicht so ganz deutsch war. Und dann habe ich das lange vergessen. Das fällt mir auch wieder ein. Das heißt, du hast die polnische Staatsbürgerschaft abgegeben? Nee, meine Mutter hat die für uns beide abgegeben. Okay. Ja. Aber du könntest dich wieder sozusagen einpolnisieren lassen. Das ist ein bisschen spät dafür, meine, oder? Also ich bin als Brite geboren und liebäugel auch immer damit, mir wieder einen britischen Pass zu holen. Aber das ist interessant, dass wir Deutschen, glaube ich, alle ganz viele Deutsche eine Erfahrung haben, so als wäre es auch ganz schön, nicht nur Deutscher zu sein. Und das haben wir natürlich beantwortet damit, dass, ich sag mal, die Badener viel mehr Badener sind als Deutsche. Die Hessen mehr Hessen als Deutsche und die Sachsen. Also dass wir dieses Fürstentum-Denken oder dieses regionale Identitätsdenken ist in Deutschland ja viel verbreiteter als noch in anderen Ländern. Und damit das Deutsche ja auch von uns selbst innerlich immer ausgehöhlt wird. Das meine ich jetzt aber nicht moralisch, sondern einfach so von der, es wird nie die, wie soll ich sagen, Bedeutung oder Stärke haben wie für einen Franzosen, Franzose zu sein. Und übrigens für einen Spanier auch, wenn es da jetzt auch Absatzbewegungen in Katalonien oder im Baskenland geht, aber ein Spanier, ein Castellano ist ein stolzer Spanier. Das ist in Deutschland nicht der Fall, weil wir vielleicht eher regional denken. Und gar nicht so in diesem Mittelmacht-Großdenken, was uns aber durch das einige Deutschland aufgezwungen wurde. Aber weißt du, mit welcher Leidenschaft Medien und bestimmte kulturelle Kreise die deutsche Sprache zerstören? Das ist doch unheimlich, oder? Machen das die anderen auch? Ich glaube, es gibt keine so schöne
und vielfältige Sprache wie die deutsche, die man derart mit schuldlosem Bewusstsein zerstören kann. Also die, mit bösartiger Leidenschaft. Genau, mit bösartiger Leidenschaft, sehr schön. Ja, weil die Franzosen schützen ja ihre Sprache. Da gibt es ja wirklich die Académie Française. Ja, selbst und die, Macron. Genau, und die englische Begriffe, jetzt las ich vor ein paar Wochen in Computerspielen, sollen nicht mehr angewandt werden, soll alles französisch werden. Die Radiosender sind gesetzlich verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz französische Lieder zu spielen. Das heißt, die Franzosen achten schon staatlicherseits sehr darauf, dass die Sprache erhalten bleibt. Ja, wir Deutschen achten darauf glücklicherweise nicht. Ich finde, der Staat hat in der Sprache nichts zu suchen und am wenigsten in Deutschland. Aber die Bereitschaft bei sehr vielen Deutschen zur Verhunzung, also wirklich auch zur böswilligen Verhunzung, die ist definitiv da. Na, und man kann ja immer hoffen, dass... Also sagen wir mal, diese Genderei hat sich ja in der Umgangssprache, findet die ja nicht statt. Nee, ist ein Elitenprojekt. Man muss sie nur ertragen, weil sie einen dazu irgendwie zwingen. Aber es spricht ja keiner. Also ich kenne keinen Menschen, der das freiwillig spricht. Auch schon in der Tagesschau. Also ich glaube, Petra Gerster hat das jetzt. Naja, ich meine, die kenne ich ja nur durchs Fernsehen. Unsere Zuhörer kennen uns auch nur über das Mikrofon. Ja, du hast völlig recht. Ja, nein, ich überlege gerade. Ich kenne niemanden. Nein. Ich glaube, dass die es machen, es einfach nur machen, weil sie es können. Im Sinne von, dass sie Geld haben, dass sie die Herrschaftsmittel dazu haben, dass sie vor allen Dingen die Zeit dazu haben für so einen Quatsch. Und dass der Staat sie bezahlt. Und das ist das Faszinosum. Die müssen nicht arbeiten, in Anführungsstrichen, um das Geld zu bekommen und können sich halt sowas ausdenken. Aber ja, das würde jetzt alles sehr weit führen. Ich schaue nämlich auf die Uhr und sehe, dass wir schon am Ende angekommen sind, liebe Monika. Ich habe nämlich noch eine letzte Frage, die ich unbedingt stellen will. Denn reden über Deutschland heißt ja auch immer reden über das eigene, das eigentlich nur vor dem Hintergrund des Fremden einem bewusst wird oder aufscheint. Und ich weiß, dass du in der Fremde warst. Du hattest eine Gastdozentur in Princeton bei New York. Und ich weiß, dass dich New York sehr beeindruckt hat. Ja, da war ich sogar Professorin für 4 Monate. 4 Monate warst du da. Naja, meine prägende Amerika-Erfahrung war auch nicht Princeton, sondern war New York. Also wo ich 83 war oder 84. 84, glaube ich. Und da lebte ich ja noch in der DDR und bin dann nach New York gereist und kannte da erstmal überhaupt niemanden, hatte ein paar Telefonnummern von Leuten und war die ersten Tage da auch ganz allein und wusste nicht mal, wie man U-Bahn fährt. Ich bin dann also von der Houston Street hochgelaufen, ich weiß nicht, bis zur 68. Straße oder so, weil ich nicht, und das bei Hitze. Das sind 60 Blöcke. Ja. Aber da bin ich angekommen und habe gedacht, das kann ich. Aha. Also New York war für mich irgendwas, weiß ich nicht, da stellte sich die Welt irgendwie vom Kopf auf die Füße. Und wäre ich damals, also mein Mann und mein Kind waren ja in Ost-Berlin und kamen da auch nicht raus. Also ich wäre am liebsten da geblieben und habe irgendwie die Welt anders verstanden. Schön. Also damals habe ich verstanden, dass wenn man die Spitzen von was abschneidet, schneidet man alle Spitzen ab. Die Spitzen vom Schlechten und vom Guten, das ist wie Rasenmähen, ja. Oder du lässt es wachsen und dann hast du zwar das Gift ja, aber du hast auch das Schöne. Hm. Das weiß ich, habe ich damals gedacht. Sehr schön. Also diese Magie New Yorks, die hat dich voll ergriffen. Sehr. Mhm. Ich war, als ich zurückkam, wirklich ganz liebeskrank. Ei. Und bin sofort aufs Land gefahren, weil ich gedacht habe, das Land verträgt sich besser mit New York als Ost-Berlin. Also. Mhm. Und dann habe ich hier mit Jetlag irgendwie im Liegestuhl gelegen und geschlafen. Wenn ich aufwachte, musste ich weinen, ui, weil ich dachte, da komme ich nun nie wieder hin. Also es war ja, wie gesagt, 84. Ach, du warst ja wieder in der DDR und dein Visum war vorbei, dein Einjahresreisevisum? Ja, das war Und jetzt wusstest du nicht, wann du wieder rauskommst. Ja. Und hatte mich in New York verliebt. Aber wirklich, war liebeskrank. Wann warst du das letzte Mal in New York? Ach, ist jetzt schon lange her. Seit mein Freund Michael seine Luft nicht mehr hat, will ich da auch nicht mehr hin.
Und seit man nicht mehr rauchen darf, will ich auch nicht hin. Ja, ach so, stimmt. Das war das Rauchen. Da wird man ja erschossen. Ja, du bist ja eine begnadete Raucherin, der Helmut Schmidt, der deutschen Schriftsteller. Mhm. Liebe den Monika, Status kämpfe ich noch. Ich glaube, wir können jetzt Schluss machen. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke dir, Markus. Ach, wirklich gerne. Ich hoffe, dein Unwohlsein, was öffentliches Reden angeht, konnte unser Gespräch etwas lindern. Mhm. Ich möchte nicht versäumen, auf eine Lesung hinzuweisen, die du im Zuge einer Kulturveranstaltung abhalten wirst, die ich organisiert habe. Oberhalb von Aschaffenburg, also einige Kilometer östlich von Frankfurt, veranstalten wir in einem sehr schönen kleinen Hotel eine Reihe, der wir den Titel Weibersommer gegeben haben. Also es werden vornehmlich Frauen auftreten oder es werden Frauenthemen behandelt. Monika Maron liest am Sonntag, dem 26. Juni, aus Pavels Briefen. Wir hatten gerade schon über das Buch gesprochen. Anschließend findet noch ein Autorendinner statt, bei dem es genug Möglichkeiten zum Gespräch geben wird. Alle Informationen finden Sie im Internet unter www.auberge-de-temple.de. Ich würde mich freuen, einige Zuhörer persönlich treffen zu können. Ich auch. Sehr schön. Dann verbleiben wir zu zweit bis in 2 Wochen. Ihr Markus Fahlefeld und Ihre Monika Maron. Tschüss. Ach so, das sollte ich sagen. Nein, brauchst du nicht.